Kann man mich hören? Test 1, 2, ich hoffe ja. Ich hoffe, das funktioniert, das Mikro. Ich habe das jetzt mal das Große angeschlossen. Hallo Chaos Queen 81, grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich hoffe, du hast nicht eine anstrengende Woche gehabt. Ich bin ein wenig müde, ein bisschen platt, vielleicht sieht man es mir ein bisschen an. Ich bin überhaupt nicht geredet. Nein, über. Ja. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche. Hallo Klangkasper, hallo Jerome, ich grüße dich. Willkommen zu LPLS. Und. Ja, ich glaube, ich werde den Stream doch nochmal umbenennen. Warte mal eben. Na, was macht er denn da? Hä? So. Nee, das wird anders. So. Nein, hallo? Ach so. So, machen wir das so. So, warum bist du nicht da? Wohl auf dem WC? Ich glaube nicht. Ich war nicht auf dem WC. Ich habe mir was zu trinken geholt. Ja. Wir spielen heute No Man's Sky. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen quasi vorprogrammmäßig gestern nochmal provisorisch einen kleinen ja, Ausnahmestream reingeworfen. Und ja, ich freue mich sehr auf diesem Spiel. Auf diesem Spiel. Base2K15, ich grüße auch dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, mein Gott, Folge 259. Morgen ist Folge 260. Ich fasse es nicht, es ist unglaublich. Was wollte ich gesagt haben? Ich bin gar nicht, ach so, genau, apropos. Ja, zwei neue Horrorspiele Ende des Monats, wisst es ja. Eins habe ich davon sogar schon angekündigt, und zwar nennt sich das Ganze Joe's Diner. Da gibt es auch einen Trailer in der Gruppe auf Fatzebook, in der Let's Play Live Show Gruppe. Und das andere habe ich noch nicht angekündigt, weil da lasst ihr euch einfach mal überraschen. Es sind zwei Horrorspiele, wo ich beide von wahrscheinlich einem Let's Play machen werde. Ich werde auch heute auch nichts aufnehmen. Ich werde heute kein Beyond Two Souls aufnehmen. Nein. Gut, was heißt nichts aufnehmen? Vielleicht schießen wir später noch das Wimmelbildspiel rein. Das ist ja sehr gut angekommen. Ich denke, vielleicht werden wir es weiterspielen heute. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil ich bin heute überlegen, echt so einen gemütlichen Stream zu machen. So einen Quassel-Stream mit No Man's Sky. Und ja, danke. Bei mir ist alles schick. Das ist super. Das hört man auch gerne. Und weil No Man's Sky ist eigentlich so ein Spiel, es braucht Zeit, man soll sich auch die Zeit nehmen und es wird ja viel gemunkelt darüber oder beziehungsweise viele schreien ja auf, oh, das ist gar kein Spiel, es ist ja langweilig, man läuft nur rum und tralala. Die haben für mich, keine Ahnung, die haben das Spiel vielleicht noch nicht gespielt oder ich weiß es nicht. Also mir macht Spaß, es ist immer Ansichtssache, finde ich. Dem Ganzen, du hast die Verbindung mit dem Online-Dienst verloren, ja, das ist ja super, das freut mich sehr. Ich freue mich, dass er Pupsi und Gerd gespeichert hat, das ist schon mal ein wohlwollendes Gefühl. Nur hängt dein Stream öfters, das liegt aber nicht an mir, das, wenn, dann müsste das an dir liegen, da eigentlich bei mir hier alles glatt läuft, wenn ich so gucke, läuft alles glatt, ja. Und, ja, wir spielen gleich, wie gesagt, es geht um 8 Uhr los. Ich warte jetzt noch so ein bisschen, bis die letzten eintrudeln, weil bis der Stream ja auch gefunden wird und Pipapo und Tralala. Und so, wir sind auf der Wohlfühloase im System Orajodenmak. Ich höre überlegen, ob ich das umbenenne. Wie nenne ich denn diese Galaxie oder beziehungsweise das Sonnensystem hier? Ich glaube, das mache ich mal eben. Boah, wie nenne ich das denn? Warte mal, das ist eine Wohlfühloase, der Planet. Und wir nennen das System einfach mal. Ist lustig, dass die Leertaste gerade Space Space steht. Ich bin gerade überlegen, ob ich Space ist einfach nenne. Nee, ist ja auch Quatsch. Wir da und jetzt warte ich auch auf meine Pizza. Schon wieder das Essensthema. Ich glaube es nicht, Jerome. Ja, dann mal guten Hunger später. Okay, da liegt an mir. Ja. Bestellt habe. Achso, ja. Wie lange ist das Sonnensystem? Ich bin gerade überlegen. Ein Sonnensystem. Hm.
Boah, das ist echt schwierig, sich so Namen. Ich bin nicht so der sich so gut Namen ausdenken kann und so. So, das kann ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist, ich kann das irgendwie nicht. Warte mal, wie nennen wir das denn? Nennen wir. Warte mal, ich war, ich glaube, ich glaube, ich. Ja, doch, warte mal. Ganz intelligent. Das hat noch keiner. So. So, wir befinden uns hier im LPLS-System und in der, auf der Wohlfühloase. Ich glaube, das ist, ich glaube, damit ist jeder zufriedengestellt. Und ja. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja gestern im Stream gesagt, wir werden erstmal den Planeten ein bisschen erkunden. Ne? Tralala, so ein bisschen ein paar Sachen sammeln, ein bisschen noch was abscannen, weil wir haben ja noch hier die Möglichkeit, hier noch viel, viel mehr zu erkunden. Ich habe hier zum Beispiel noch gar nicht hier, ich lade das einfach mal hoch. Ich habe ja auch gestern gesagt, dass ich die ganzen Pflanzenarten und so, die werde ich, glaube ich, nicht benennen, weil das einfach da, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Das kann ich nicht. Aber so die Tiere, so wie hier zum Beispiel unseren Gerd, ich glaube, es müsste er sein, ne? Oder? Das ist Gerd. Genau, den haben wir ja gestern Gerd benannt. Und hier haben wir Frauke, haben wir auch benannt. Wo ist denn Pupsi? Ist das das Pupsi? Das Pupsi. So. Ja, genau, Pupsi, Gerd und warum ist denn Frauke hier nicht dran? Haben wir Frauke gar nicht hochgeladen? Doch. Wie eine Gazelle schleicht sie dahin. Und es ist so schwül schon wieder, das ist unfassbar. So, dann gehen wir mal ins Spiel. Und ja, wir sind ja schon ein wenig gewandert und hatten hier aufgehört. Wir hatten ja hier unseren Rucksack erweitert, wenn ich mich recht entsinne von gestern. Ich glaube hier. Ja, genau, hier waren wir schon gewesen. Und wir hatten auch ein paar Tiere gefüttert und tralala. Und ich sollte natürlich das Scannen auch nicht vergessen. Werde ich auch direkt mal machen, mal die Pilze vielleicht mal abscannen. Geht das? Hallo? Hatten. Also habe ich bereits gescannt die Pilze. Kann ich nicht scannen? Doch, kann ich. Habe ich schon. Ah, das ist interessant. Okay. So. Was mit dem Busch? Den habe ich bereits entdeckt. Was ist hier? Habe ich bereits entdeckt. Habe ich bereits entdeckt. Ich habe schon alles entdeckt. Und ich finde diesen Planeten so geil. Das ist so. Da können wir mal hingehen. Okay. Das habe ich auch bereits entdeckt. Ich finde das so mega hier. So richtig so die Wohlfühloase. Man sieht ja, ne, Wohlfühloase. Da sind wir jetzt hier. Das hat er anscheinend auch übernommen, weil es gibt einige Wörter und einige Namen, die wohl auch kontrolliert werden. Tralala. Und es gibt auch so eine Blacklist. Wie zum Beispiel Penis oder sowas. Das gibt es natürlich nicht. Das wird dann natürlich nicht angenommen. Haben wir das Plutonium schon gescannt? Nein. Ich werde mal eben schnell ins Inventar schauen. Können wir denn so? Wir haben das Inventar schon fast so gut wie voll, ne? Okay, das Eisen kann ich mal ablegen. Es reicht mir ein Paket Eisen. Kohlestoff reicht mir auch erstmal ein Paket. Dann haben wir wieder 5 Plätze frei für unser Inventar. Die Erweiterung nimmt natürlich auch Kapazitätsplätze frei. Wir haben 19 Stück insgesamt, also schon viel, viel mehr wie am Anfang. So. Stream-Quali ist top, ne? Ja, das lohnt sich. Jukir91, grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Let's Play Live-Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. So. Dann schauen wir mal. Wir werden mal Richtung Basis gehen. Mal gucken, was wir alles hier, was wir alles entdecken werden. Ich bin da sehr gespannt. Ich lasse mich da echt überraschen. Vielleicht finden wir ja ein paar Höhlen, vielleicht auch ein paar andere Lebewesen, weil wir haben jetzt bis jetzt ja gerade mal 3 Tierarten oder so gesehen. Und der Planet ist ja so riesig. Neckei Cat Fleckl, was, Fleckland? Ich konnte es jetzt so schnell gar nicht lesen, was da stand. Oh, hier ist schon mal ein Speicherpunkt.
Und da wird, denke ich mal, wahrscheinlich wieder eine Alien-Rasse drin sein. Wir haben ja ein paar neue Wörter gelernt. Mal gucken, ob wir damit jetzt vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ich speichere mal eben. So. Halalala. Halalala. Von mir entdeckt um 20.03 Uhr heute. Sehr schön. Da hinten scheint auch irgendwas zu sein. Ich weiß nicht, was es ist. Ankunft 2 Minuten, wenn wir ihn laufen. Das lobe ich mir. Ah, seht ihr? Hier könnten wir theoretischerweise mal... Ich glaube, ich werde mir mal... Kann ich ein... Ja, ich kann ein Übertragungsschiff oder Überbrückungsschiff herstellen. Mit Plutonium und Eisen. Weil den brauchen wir nämlich, um diesen Laserstrahl hier zu aktivieren. Da hinten scheinen noch welche zu sein. Mit diesen Dingern kann man quasi, das ist wie so, man muss sich das vorstellen, wie, sag ich mal, bei Assassin's Creed, diese Türme, das deckt dann in gewissen Gebieten dann Sachen frei, die man dann findet. Wie zum Beispiel Stationen und so, und Ruinen. Ach, guck mal an. Guten Tag. Hallo. So. Präfekt Erde. Eindringling. Jeck hoch. Eindringling, Eindringling, Der Krieger wirkt erfreut, mich zu sehen. Er bellt zweimal und holt dann 2 geschnitzte Objekte hinter seinem Terminal hervor. Sie sind alt und es fühlt sich seltsam an, derart alte Objekte an einem hochentwickelten Ort wie diesen zu sehen. Das erste ist eine abgewetzte, blutige Klinge. Das zweite ist ein ramponiertes Schild. Ich will mal die Klinge... Der Krieger bellt und bietet mir ein neues Multivotionswerkzeug an. Oh, wie geil. Das hat 6 Plätze. Kann ich das mal vergleichen? Wir haben 7 Plätze jetzt. Das hat 6 Plätze. Das hat ein Plasmawerfer. Land Disruptor-Technologie und Ausgrabungswerkzeug, abgefeuerte Plasmageschosse explodieren bei Aufprall. Mit Isotopelementen aufgeladen. Achtloser Gebrauch kann zerstörte Alien-Ökosysteme und Schaden beim Nutzer nach sich ziehen. Okay. Boah, wird das schwül gerade hier. Das ist unfassbar. Jeder weitere Inventarplatz wird 10.000 teurer. Ist es 10.000? Ja. Ja, gut, mein Gott. Ich will ja auch ein bisschen was verkaufen später. Ich glaube, ich werde die Waffe diesmal nicht nehmen, obwohl die... Na, bessere Feuerkraft, glaube ich, hat die, glaube ich, nicht. Und 6 Plätze nur. Nein, ich lehne mal ab. Ich hoffe, der ist mir dann nicht böse. Mein Ansehen hat sich auf jeden Fall verbessert. Das hört man gerne. Was haben wir hier? Was ist das? Hui! Ich habe einen Meilenstein erreicht. Ein Reisemeilenstein. Aliens getroffen. 15 Stück. Oh, was ist das denn? Die kostet bestimmt Schweinegeld. 201 Units wurden auf mein Konto eingezahlt. So. Alter, 10 Plätze. Die kostet aber auch 65.000. Die würde ich schon gerne haben wollen, aber die kostet 65.000 Units. Das heißt, da müssen wir erstmal ein wenig sparen. So, dann werden wir nochmal... Wir müssen auch unbedingt zusehen, dass wir diesen Atlas-Pass bekommen. Um einige Türen zu öffnen und tralala. So. Ich schaue mich jetzt erstmal hier um, bevor ich jetzt hier diesen Überbrückungsschild nutze. Um mal zu gucken, ob hier noch was drin ist, was Interessantes. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Multifunktionswerkzeugtechnologie. So... Reilschussadapter. Der Blitzwerfer fügt Zielen sofort Schaden zu. Der Plasma-Ladevorgang erzeugt einen Bogen aus ionisiertem Gas, der Projektile mit großer Geschwindigkeit antreibt. Der Nutzer kann simultan mit dem Betätigen des Auslösers das Ergebnis der Zerstörung beobachten. Brauchen wir Aluminium und Kupfer. Sehr schön. Okay. Ansonsten ist hier aber auch nichts. Hier ist nichts drin. Nichts. So, was haben wir hier? Gerät interagieren. Gesundheit auf Maximum. Aha. Ansonsten können wir hier wieder mit den Stühlen? Ja. Hui. Ich weiß nicht, warum man die Stühle drehen kann. Ich habe keine... Ja, bei 50%. Ich weiß nicht, warum man die...
Warum man die Stühle drehen kann. Ich würde gerne... Kann ich das scannen? Nein, ist zu weit weg, ne? Okay. Ich schau mal eben, was unser Lebenserhaltung sagt. Ich glaube, die werde ich mal auffüllen. Jetzt haben wir 79%. Das reicht jetzt erstmal, denke ich mal. So. Dann schauen wir mal. So, Signalscanner online, Planeten, Ortssignale, Antworten. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Nach interessanten Punkten suchen. Machen wir mal Übertragung. Und dann gucken wir mal, was für ein Signal wir bekommen. Signal entdeckt. Aha, Ankunft. Da könnte man jetzt hinreisen, aber ich wollte nochmal gucken, die zwei anderen Strahlen. Da hinten. Dass wir da erstmal hingehen, weil das haben wir ja jetzt immer markiert. Ich weiß, der Atlas möchte von uns, dass wir ins Weltall fliegen, aber ich möchte hier weiter rumlaufen. Ich möchte diesen Planeten erkunden und schauen, was wir hier so finden. So, hier haben wir wieder Kohlestoff. Was ist denn das? Ist das vielleicht Technologie, die wir vielleicht gebrauchen könnten? Wir brauchen ein Überbrückungsschiff. Den werde ich mir direkt mal craften, wenn ich dann Plutonium hätte. Das heißt, wir müssen Plutonium fahren. Ah, ja, guck mal an. Das ist doch... Nein, das ist Kohlestoff. Wo kriegen wir denn Plutonium her? Es ist rot. Da könnte Plutonium sein. Ja, ja. So. Warum wird das denn jetzt so schwül? Das ist ja... Das ist doch nie im Leben Plutonium, oder? Oder? Meilenstein erreicht. Was ist das? Das ist... 50.000 U zurückgelegt. Tamium ist das. Ne, wir brauchen Plutonium. Hier ist Plutonium. Aber ich höre gerade einen Wächter. Da ist er. Der Drecksack. Der alte Drecksack, warte mal. Hat er nicht mitgekriegt. Hat er nicht mitgekriegt. So. Schauen wir mal. So, dass wir nochmal ein bisschen Plutonium farmen. Da könnte Plutonium sein. Ansonsten ist hier aber auch nichts, ne? Hier ist wieder Tamium und Kohlestoff. Da ist eine Höhle. Hallo Patrick, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, ist ja gut. Ist da vielleicht Plutonium? Ich gehe da mal hin. Oh, da ist auch ein neues Wort, was wir lernen können. Das werde ich auch direkt mitnehmen. Boah, hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist so krass. Atlas-Pass benötigt, um den... Um die Kiste aufzumachen, brauchen wir unbedingt... Aua, Alter! Uah. Scheiß Vieh. Hey, das Wort Kreatur haben wir jetzt gelernt. Sehr geil. Ich freue mich sehr. Aber ich brauche Plutonium. Plutonium, Plutonium, Plutonium. So. Bin ich froh, dass ich die Ausdauer ein bisschen hochgepusht habe. Boah, wie geil das hier ist. So, wo war denn jetzt? Da ist eine Höhle und da ist eine Höhle. Ja, alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Da ist Plutonium. Ja. Kein Wächter in der Nähe? Ich glaube nicht. So, ich schau mal. Kann ich den Chip jetzt herstellen? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann gucken wir, wo war denn jetzt das mit den... oh Gott, wo war denn das jetzt? Ich werde das nie wiederfinden. Ich werde das nie wiederfinden. Namen DJ Crocodiles. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Da ist das. Oh Gott. Wie weit wir davon schon wieder weg waren. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu No Man's Sky.
Ja. Es ist so beruhigend. Es ist so. Ach, traumhaft. Ist endlich mal ein Spiel so auch so richtig zum Quasseln und tralala. Ja, was denn? Wer ist denn da? Da war doch gerade jemand, oder? Da, guck mal. Wer bist du denn? Bist du friedlich? Oh, du. Warte, warte, warte. Ja. Lass mich eben die Kisten öffnen, dann folge ich dir. Oder die Scanner. Hier sind sogar zwei Scanner, oder? So, machen wir mal den Monolith. Und dann gucken wir mal, was für ein Signal wir bekommen. Hey Craig, my friend, welcome to the Let's Play Live Show. Oh, Tafel. Das klingt spannend. Und wir haben. Oh. Dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Das ist voll lieb von dir. So, ich glaube, da ist noch einer. Ja, da mache ich doch direkt mal den nächsten Überbrückungsschip rein. Weil den brauchen wir ja. Und ah, die sind da einfach random gespawnt. Man sieht es richtig. Jetzt machen wir mal. Übertragung hatten wir. Jetzt machen wir mal Unterschlupf. Kann wer was zu diesem Film sagen? Was? Will mir dann den zweiten Teil von Cloverfield angucken. Du, den ersten habe ich gesehen, aber ich fand den nicht so pralle. Also, muss ich sagen, ich fand den nicht so berauschend. Und zweiten Teil muss ich nicht unbedingt davon sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da war die Tafel, ne? Was hatten wir denn jetzt gerade gefunden? Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst gerade. Unterschlupf, glaube ich, ne? Wir gehen mal in Richtung Höhle. Und da oben sehe ich schon wieder so einen Laserstrahl. Was? Ja, was denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Was denn? Hast du irgendwas gefunden? Okay, ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit hier dem folgen, weil ich will ja selber so ein bisschen alles erkunden. Moin, moin! Jawohl, No Man's Sky Flexi. Hi Schnocki, willkommen zu Let's Play Live Show. Ja, wir hatten ja gestern schon so einen Ausnahmestream gehabt, so einen Vorabstream. Und wir sind hier auf dem Planeten gelandet und erkunden den. Und das ist der erste Planet, wo ich sage, du siehst es ja hier unten links am Bildschirmrand, Wohlfühl-Oase habe ich die getauft, weil es einfach der erste Planet ist, den ich voll schön finde. Okay, ich fand den ersten klasse. Ja, es war aber nichts bewegt, es war aber nichts, sag ich mal, wo ich sagen würde, boah. Der hat mich jetzt voll umgehauen, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Hallo, kleiner Drecksack, ne? So. Okay, da sind Höhlen. Und hier drüben war auch noch irgendwo eine. Da ist noch eine große Höhle. Bot ist off. Der Bot ist off. Ja. Weil, wie gesagt, es ist ja momentan Pause. Taler. Ich könnte eigentlich den Bot auch aktivieren. Erstmal so spontan, nur damit man Taler sammelt. Weil, das ist ja abgelaufen. Ich muss noch unbedingt, ich muss die Verlosung noch unbedingt machen. Ich launch den mal. So. So, der ist gelauncht. Ihr habt auch alle keine Taler mehr, ne? Also nicht wundern, weil das ja alles auf Null gesetzt worden ist.